40 Jahren Dixieland. Im Gruppi haben sie auch die Soda oder so. Und die tanzt auf dem Tisch wie ein Go-Go-Go-Girl. Hi, willkommen zu uns Plattenküche. Heute gibt es eine Platte, wieder mal ein Geburtstagskind. Udo. Udo wird 75. Udo hat heute Geburtstag. Und da ist mir, nachdem ich eigentlich eine ganz andere Platte vorstellen wollte, ist mir die eingefallen. Ich musste die heute vorstellen. Muss sie euch in Erinnerung bringen. Udo Lindenbergs drittes Album von 1973. Alles klar auf der Andrea Doria. Ich finde seine Durchbruchsplatte. Nach Daumen im Wind und der ersten Versuch auf Englisch was zu starten. Tolle Scheibe. Als dritte der absolute Durchbruch in West und Ost. Denn diese Titel sind auch in meinem Kindheitszimmer gelandet, über den Äther. Und das war toll, weil man hat sich auf einfach Sachen getraut. Dazu kam natürlich, dass man dann auch irgendwo rausbekommen hat, dass Udo ja eigentlich Schlagzeuger war und dass der Schlagzeuger dann auf einmal die Front gewechselt hat, aus der letzten Reihe in die erste Reihe kam. Er ist ja mit seinen Trommelstöcken aus Gronau nach Hamburg getrennt und dann irgendwo an der Reeperbahn gestrandet und hat dann die Jungs kennengelernt, wahrscheinlich im Pöhl, beim Bier und Köln, und hat dann relativ schnell die Idee gehabt, das bringt nichts, für die anderen zu trommeln. Der hatte ja vorher bei Klaus Dollinger unter anderem auch die Ureinspielung vom Tatort-Trailer. Da ist auch Udo zu hören. Das wurde irgendwann mal wieder neu eingespielt. Also, aber nicht, weil Udo so schlecht getrommelt hat, sondern weil die einfach soundmäßig ein bisschen zeitgemäßer machen wollte. Aber die Urfassung vom Tatort-Trailer, also von der Titelmelodie, ist viel schärfer mit Udo am Schlagzeug. Er war nämlich ein super geiler Schlagzeuger. Der hat dann aber allerdings irgendwann, er war Deutschlands Bester, also im Ranking. Ich halte ja davon gar nichts und ich glaube er auch nicht. Er lacht sich über sowas auch schief. Aber er wurde mal zum besten Schlagzeuger Deutschlands gekürt, hat dann aber mitgekriegt, als sie in Zirkus Krone spielten mit Doldinger, da haben die nämlich mal Vision Orchester, also mit Billy Koppelmann am Schlagzeug. Sohn einer meiner Lehrer. Und Billy Cobham hat da anders gespielt als Udo. Und Udo hat sich so gedacht, wenn ich der beste Schlagzeuger in Deutschland bin, dann läuft hier was falsch. Weil er hat auch irgendwie eine Ahnung davon gehabt, dass dieser Cobham viel, viel mehr übt als er und so. Und da hat er sich überlegt, nee. Also hier in Deutschland der Beste sein, ist irgendwie eine komische Nummer. Das hat ihm nicht gereicht. Da hat er angefangen, Songs zu schreiben. Und wie wir wissen, mit großem Erfolg. Und er ist Optimist und hat sich dann auch gar nicht irgendwie seinen Gesang zum Beispiel mies machen lassen. Dass er nicht das Goldkehlchen ist, als Stärke gesehen, als jemand, der raussticht aus vielen, vielen, vielen Goldkirchen und den ganzen Schlagerfuzis dieser Zeit. Zitat Udo. Ist er einfach mal rausgestochen und hey, die Songs werden überleben. Neben Roy Black und wie sie alle heißen. Auch ohne ein Goldkirchen zu sein. Hört euch mal wieder Udo an. Heute sowieso. Happy Birthday Udo. Und 75. Da kannst du locker noch 25 Jahre machen. Bin gespannt. Und danach gucken wir weiter. Bis dann. Und denkt dran.